Welcome back, liebe Leute. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video sprechen wir über die Go's und No-Go's bei Bewerbungsbildern für Modelagenturen. Ja Leute, erstmal sorry, dass so lange kein Video mehr von mir kam. Ich hatte echt viele Fotoshootings und zwischenzeitlich habe ich es einfach nicht geschafft, Videos für euch fertig zu machen. Aber ich habe euch schon einige Fragen beantwortet und ich habe Fragen bekommen zum Thema Bewerbungsfotos für Modelagenturen. Ihr habt mich gefragt nach den Go's und No-Go's und ich sage mal, wir quatschen nicht mal lange den heißen Brei herum, sondern wir starten direkt mit den absoluten No-Go's. No-Go Nummer 1. Schickt keine Körperteile zu den Modelagenturen. Ja? Egal, ob ihr euer Sixpack zu Modelagenturen schickt, ja, oder ob ihr euren Arsch zu Modelagenturen schickt, ja, das interessiert niemanden. Schickt keine Körperteile als Bewerbungsfotos zu Modelagenturen. Absolutes No-Go, Leute, funktioniert nicht, ja. Also, die Modelagentur muss ja sehen, wie ihr komplett aussieht, ja. Und wenn ihr nur den Bizeps schickt oder nur den Arsch oder nur ein Sixpack oder nur eure Brust, Leute, das funktioniert nicht. Geht einfach nicht. So, nächstes No-Go. Leute, schickt doch bitte keine Gruppenbilder zu Modelagenturen. Ja, wenn ihr, es geht um euch, um eure Person, ja, aber schickt keine Gruppenbilder, egal ob ihr am Essen seid oder generell in der Gruppe irgendwo steht, das bringt doch nichts. Das habe ich mir, ich persönlich, ja, habe mich damals schon drüber aufgeregt, als ich noch Tinder hatte, ja, und getindert habe und irgendwelche Ollen, ja, irgendwelche Gruppenbilder drin haben. Dann musst du jetzt mal gucken, okay, wer ist denn überhaupt die Olle, mit der ich gerade tindern will, ja? Genauso geht das den Modelbookern auch. Wenn ihr ein Gruppenbild zu einer Modelagentur schickt, ja, woher soll der Booker wissen, wer ihr seid von der Gruppe, ja? Also, dran denken, Gruppenbilder, absolutes No-Go. So, nächstes No-Go. Leute, bitte, ja, Instagram, Snapchat, alles cool, ich habe auch Spaß daran, aber keine Filter verwenden. Ja? Schickt doch bitte keine Bewerbungsbilder mit einem Filter oben drauf, wo ihr irgendwie was im Gesicht habt, ja, zu Modelagenturen. Ihr müsst euch in Natura bei Modelagenturen vorstellen und wenn ihr irgendeinen Filter auf der Fresse habt, Leute, funktioniert einfach nicht. Deshalb bitte keine Filter bei Bewerbungsfotos für Modelagenturen verwenden. Selfies, ja, im Zoo, im Auto oder sonst wo, nicht gut. Gar nicht gut. Also schickt bitte keine Selfies, ja, tut euch wenigstens den Gefallen. Wenn ihr wirklich vorhabt, Model zu werden, dann solltet ihr vielleicht euren Papa oder eure Mama oder euren Freund oder eure Geschwister, was auch immer, ja, irgendjemanden fragen, ob der kurz von euch Fotos machen kann. Ihr braucht ja nicht unbedingt Selfies machen, ja. Das kommt viel professioneller rüber, wenn ihr einfach jemanden bittet, mal kurz ein paar Bilder zu machen. Außerdem haben die meisten Kameras heute auch schon Selbstauslöser, deshalb sollte es eigentlich nicht so schwierig sein, ein vernünftiges Foto hinzubekommen. Leute, das sind wirklich absolute No-Gos. Bitte macht das nicht, wenn ihr euch bei einer Modelagentur bewerben wollt. Also lasst diese Dinge auf jeden Fall stecken. So, eins habe ich noch vergessen. Und zwar, wenn ihr auch Bilder schickt, ja, zu Modelagenturen, ohne Brille, ja. Denn die Modelagentur muss euch ja vollständig sehen, euer Gesicht sehen. Und wenn ihr euer Gesicht mit einer Cap oder mit einer Brille oder mit was auch immer, ja, bedeckt, ja, wie bei den Instagram-Filtern, das ist nicht erwünscht. Also ein weiteres No-Go, was ich noch vergessen habe. Sorry. So, jetzt kommen wir aber zu den Go's. Wie soll das aussehen? Ganz einfach und simpel. Ich habe jetzt mal ein paar Bilder von einer Modelkollegin genommen. Die blende ich jetzt einfach mal ein. So sollten Modelbewerbungsbilder aussehen, wenn ihr euch bei einer Modelagentur bewerbt. Denn es brauchen nur Polas gemacht werden. Viele Leute denken, ja, wir müssen unbedingt ein krasses Fotoshooting gehabt haben oder professionelle Bilder haben. Nein, braucht ihr nicht. Ja? Kein Model braucht zum Start seiner Karriere professionelle Bilder. Ihr braucht lediglich ganz einfache Polas. Am besten vor einer weißen Wand in einem Clean Outfit und dann schießt ihr ein paar Fotos. Wichtig an dieser Stelle, dass ihr einmal ganz drauf zu sehen seid, einmal nur euer Porträt und womöglich auch nochmal oberkörperfrei bzw. in Wäsche oder ja, man muss ja irgendwie sehen, wie ihr aussieht. Ja, wenn ihr so seid, dann ist es natürlich manchmal ein bisschen blöd. Es sei denn, ihr wollt euch aus Curvy Model werden. Naja, ja, die Bilder sind echt wirklich einfach zu machen. Wenn ihr natürlich schon mal ein Fotoshooting gehabt habt, ja,
dann könnt ihr natürlich ein professionelles Bild gerne dazulegen. Somit weiß die Agentur natürlich, okay, die haben schon mal der oder diejenige hat schon mal Erfahrung gesammelt, hat schon mal ein Fotoshooting absolviert. Allerdings ist es wirklich nicht notwendig. Es reichen Snapshots vor einer weißen Wand, ganz entspannt ein paar Bilder machen, vom Gesicht, ja, auch Mimik, Gestik, ganz neutral, einfach da stehen, Knips, that's it. Ja, gerne auch von den Seiten, von den Profilen, von den Halbprofilen, Ganzkörper, bam. So, das sind die Goals für Bewerbungsfotos bei Modelagenturen. So, Leute, ich hoffe, ich konnte euch damit ein wenig weiterhelfen. Falls ihr weitere Fragen habt zum Thema Model werden, dann schreibt es gerne in die Kommentare rein. Wenn euch das Video gefallen hat, ja, und wenn euch das Video weitergeholfen hat, dann macht gerne einen Daumen nach oben. Ich freue mich über euren Support. Bis dahin, macht's gut, adios.